Grazie per la GUE, onorevole Ernst, 1 minuto e 30. Ja, vielen Dank. Meine Damen und Herren, mit dieser Verordnung, das sollten wir doch auch ehrlich sagen, verändert sich der Charakter der Visapolitik der EU. Und was meine ich damit? Ich meine, dass die Visapolitik zu einem Erpressungsinstrument wird, einem Erpressungsinstrument in dem Fall vor allem für die Länder des Westbalkans. Und wenn wir irgendetwas stärken damit, dann ist es die Solidarität unter den reichen Ländern, zum Beispiel Deutschland, zum Beispiel Österreich. Der Aussetzungsmechanismus, die Aussetzung der Visafreiheit ist eine Lex Roma. Sprechen wir es doch deutlich aus. Darum geht es doch in vielen Fragen. Und führt bereits jetzt dazu, dass an den Grenzen Serbiens Roma oder Leute, die so aussehen wie Sie, ohne Begründung aufgehalten und zurückgeschickt werden. Dass Busunternehmer ohne Gründe Roma in Fernbusse nicht einsteigen lassen. Dass in Mazedonien ein Gesetz beschlossen wurde, welches dazu führt, dass Asylsuche unter Strafe gestellt wird. Reiseverbote, Passentzug, Ausreiseverbote, das sind jetzt schon die Folgen, bevor wir diese Regelung haben, und dann wird es noch sehr viel stärker. Grundrechtsverletzungen, denen mit dieser Verordnung Vorschub geleistet wird, darum geht es doch. Und ich frage Sie, waren Sie schon mal in einem dieser Länder? Ich habe mir das in Serbien angeguckt. Da haben Leute auf einer Müllhalde gelebt, aber nicht, weil sie gern auf Müllhalden leben, die Roma, sondern deshalb, weil sie mit deren Häuser mit Bulldozern beseitigt wurden in den Städten. So sieht doch die Sachlage aus. Wir haben es hier mit Rassenprofiling zu tun, wir haben es hier mit Menschenverachtung zu tun, und mich ärgert, dass daran die EU mittut, mit einer solchen Verordnung. Ich glaube, dass die EU sich um ihre menschenrechtliche Aufgabe drückt. Das halte ich für schlimm, und das fördert natürlich die rechte Seite dieses Hauses, die natürlich in solchen Fragen dann jubelt. Dank EU, so weit sind wir gekommen. Ich kann nur sagen, wir dürfen auf keinen Fall dieser Verordnung zustimmen. Die muss abgelehnt werden. Grazie.